Mein Name ist Franziska Schwander, ich bin 27 Jahre alt und ich habe mich entschieden, die Ausbildung zur Hörakustikerin zu machen. Das ist meine zweite Ausbildung. Ich habe davor schon studiert, Pädagogik und Kunst und Medien. Das Studium war halt sehr theoretisch und somit hat sich der Berufseinstieg schwierig gestaltet. Warum dann Ausbildung? Einfach weil Praxis und Theorie sich da gut ergänzen. Man ist im Betrieb eingesetzt in der Praxis und ergänzend dazu gibt es Unterricht an Campus Hörakustik und man wird halt auch einfach Stück für Stück an den Beruf herangeführt. Die Ausbildung ist eben sehr vielfältig. Man arbeitet mit den Händen und zum anderen Teil eben die Kundenberatung ist ein großer Bereich. Was ich total faszinierend finde, ist einfach auch, wie die Kollegen so mit dem Einfühlungsvermögen, wie sie an die Kunden rangehen. Das würde ich auch gern lernen. Als erstes möchte ich natürlich den Hörakustikerberuf erlernen, dann den Meister und dann mal schauen, wie es weitergeht.